Ja, ich bin ja kein Kind mehr. Muss mich auch nicht so behandeln. Muss ich da runter? Ich gehe einfach mal runter. Bin ich jetzt richtig? Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Vielen Dank. Da, ein Hebel! Juhu! Jetzt? Ja? Was? Hier geht was auf! Hä? Da hoch? Oh Gott. Ich hänge hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Ach. Super. Ezio darf mit Katharinas Forza baden und ich schwimme im Klo. Der war gut. Hey, ist ja gut. Wie oft soll ich jetzt noch eine beliebige Taste drücken? Buggy. Also, keine Ahnung, versuchen wir es mal anders. Nee, jetzt geht doch gar nicht anders. Hä? Ah! Den hier hab ich! Gott, bin ich dämlich! Muss ich das jetzt halten, damit sie nicht runterfällt? Egal. Da vorne ist noch ein Hebel. Komm hier rüber. Wo rüber? Was soll ich jetzt hören? Ist das Wasser? Kann ich da rüber? Nee. Oh. Oh Mann, ist das kalt! Nicht jammern! Du hast leicht reden, du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake! Wollte ich auch gerade sagen. Puh, ich stink! Du übertreibst! Nein, tue ich nicht. Mann, wenn es nicht so beschissen dunkel wäre. Nein, das war's nicht. Ich sehe nix. Komm ich da rauf? Nein, okay. Ich komme nicht drauf. Dann nochmal dasselbe Spiel von vorne. Ah! Ja, ich bin selten dämlich. Das ist der Spaß deines Lebens. Halt die Klappe. Ja, ja. Frauen können dann echt auf die Nerven gehen. So, Bereit? Alles klar. Ja? Nein! Warum wirst du eigentlich nie nass? Dafür habe ich dich. Ha. Charmant. Ja, ne? Wie bist du im Bett? Ha. Hallo. Komm her. Das muss man nicht sagen. Wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Alter, wie groß ist denn der Gang? Wie lang hat der gebuddelt? Der hat echt Minecraft gezockt oder sowas. Was ist der? Oh Gott. Moment, das kann doch echt nicht wahr sein. Häufigkeit, bla bla bla. Endlichkeit. Nee. Weiß nicht, ich mach's jetzt mal so, vielleicht sehe ich da ein bisschen mehr. Rette mich! Das liegt einfach nur daran, dass es hier scheiße dunkel ist. Super, die Brücke ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit.
Was kommt jetzt für eine akrobatische Leistung? Bereit! Aha. Geschafft! Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Danke. Spring rüber! Gute Arbeit. Schade für die Ratten. Ha. Erstmal. Ha. Nicht so überfreundlich sein. Soldati, hier ist dein Eingang. Was ist hier los? Keine Ahnung, was das sein soll. Ich gehe einfach mal da hoch. Ob die Stufen irgendwo hinführen? Also, okay. Sieht nicht so aus. Das Leben ist voller Enttäuschung. Also doch da runter. Man muss halt auf die altmodische Assassin's Creed Art. Mal schauen. So. Kommt sie jetzt mit oder wartet sie vor der Tür und wartet, bis ich aufmache? Ich warte hier. Gut, ich hol dann mal die Brücke für dich runter. Die letzte habe ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. Ja, finde ich auch. Andersrum? Sollen wir ein bisschen schneller machen? Hab's! Dankeschön, Desmond. So, wohin? Ach, da lang. Natürlich ist sie wieder Erste. Also, wann hört das Spiel auf? Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Danke. Ist ein Anfang. Ist immer dasselbe. Naja, ich will mich jetzt nicht... Du bist nicht dran. Darüber beschweren, über... Wo geht's sein? Über... Spielschematik und so. So. Wo hupfe ich jetzt schon wieder durch die Gegend? So. Wohin? Nee. Ah. Alles klar. Ja. Schön, nicht dieses Spiel. Ich freue mich trotzdem aufs 4. im November, dass ich auch Let's Playen werde. Und ab geht's. Mann, hat's die wieder einfach. Danke. Wir sind ein gutes Team. Okay. Ja. Komm, Desmond. Gehen wir. Ich will mich jetzt echt nicht über die Wiederholungen beschweren. Sind wir jetzt langsam durch? Ich sehe den Altarraum. Ah, schön, schön. Endlich. Ja. Dunkel? Dunkel. Dunkel. Ach so. So alt. Ezio muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond! Okay, öffnen wir die Tür. Jo. Komisch trotzdem, dass es... dass es hier so unbeschädigt geblieben ist, selbst Jahre danach. 300, 400 Jahre danach. 400? Ja, 400 Jahre. Danach, trotzdem. Die Menschen sind doch so beschissen neugierig, dass wir mal alles aufbrechen. Y drücken, um das Adlerauge einzulassen. Versuch doch diesen Blick, den du von Altair gelernt hast. Hier ist irgendwas. Was?
Kannst du den verdammten Bücherschrank öffnen, Desmond? 14, 19, 20, 21. Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419, 1420 und 1421. Ah. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Ja, in dem Keller hat man so gut wie nie Handyempfang. Komisch. Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Nein. Ich komme jetzt nicht mit, ich mache jetzt einen Cut. Das war jetzt so die Einführung in das Spiel, ist auch recht neu für mich, ich spiele es ja blind und so. Und wen noch ein anderes Let's Play interessiert, Alice Madness Returns auf Albtraum, der Schwierigkeitsgrad, könnt ihr euch gerne anschauen, alles in meinem Kanal mit Playlists und alles möglichen. Aber auf jeden Fall mache ich hier jetzt einen Cut. Und wir sehen uns bei den nächsten Assassin's Creed Brotherhood, die Bruderschaft, folgen wieder. Also bis demnächst, gute Nacht oder guten Tag, wie dem auch sei. Servus.